Wie gesagt, aufpassen mit dem Handy. Gerade vor kurzem hat jemand angerufen und gesagt, hallo, ist da das Pizza-Service? Sagt er, nein, da ist das Google-Pizza-Service. Also, Entschuldigung, dann habe ich mich verwählt. Nein, Sie haben sich nicht verwählt. Wir haben die Nummer des Pizza-Service gekauft. Sie haben die Nummer gekauft? Na, kann ich jetzt bei Ihnen bestellen? Selbstverständlich. Wollen Sie das Übliche? Was heißt das Übliche? Ja, laut unserer Aufzeichnungen haben Sie immer eine Capricciosa mit 4x Salami bestellt. Wahnsinn, ja, genau, das hätte ich gern. Capricciosa mit 4x Salami. Ich würde Ihnen aber eine Salatpizza empfehlen. Eine Salatpizza? Entschuldigung, Gemüse mag ich überhaupt nicht. Aber bei Ihrem Cholesterinspiegel? Woher wissen Sie meinen Cholesterinspiegel? Ja, ganz einfach. Sie haben ja die elektronische Überwachungskarte und ich weiß seit der letzten Untersuchung, dass Sie einen zu hohen Cholesterin haben. Wunderbar. Aber jetzt sag ich noch was. Ich nehme meine Medizin. Ja, ja, aber nicht pünktlich. Woher wissen Sie, wann ich meine Medizin nehme? Sie müssen schon lange eine neue Packung gekauft haben. Sie sind verdammt lang mit der alten Packung unterwegs. Moment. Ich habe mir aber eine neue Packung in der Zwischenzeit gekauft. Das geht aus Ihrer Kreditabrechnung nicht hervor. Moment, jetzt reicht's mal, das habe ich mit bar bezahlt. Ah, Sie haben Bargeld. Das geht aus Ihrer Bilanz nicht hervor. Sie haben also Schwarzgeld. Wissen Sie was? Jetzt reicht's mal mit einer. Wissen Sie was? Ich hau das Handy weg. Ich brauche kein Facebook, ich brauche kein Instagram, ich brauche gar nichts. Na, wissen Sie, was ich mache? Ich hau das Handy weg und ich fahre jetzt auf Urlaub. Und zwar fliege ich sofort morgen auf Urlaub. Das können Sie leider nicht. Warum kann ich nicht? Ihr Pass ist seit 3 Jahren abgelaufen. Also schwierig, ne? Also ein bisschen aufpassen mit dem Handy. Da muss man einfach aufpassen. Ganz wild ist es eigentlich mit der Jugend. Da müsste man ja immer der Jugend sagen, weil die Jugend hat nur das Handy in der Hand. Und nur beim Wischen. Ne? Wahnsinn, der kleine Maxi wischt und wischt. Der Papa sagt, Max, wenn du das jetzt nicht unterlässt, dann nehme ich dir das Handy ab und so, dass es richtig wehtut. Für 3 Wochen. Okay, Papa, ich probiere nur das neue Lügendetektor-App aus. Bitte, was probierst du aus? Das Lügendetektor-App. Jetzt geh. Hör auf, das Lügendetektor-App. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Papa, das gibt's. Ja gut, das muss ich mir erklären. Papa, ganz einfach. Ich stelle dir eine Frage, du beantwortest sie, nehmen wir einmal an. Falsch, dann bekommst du von meinem Handy einen Stromstoß. Sag ich, das gibt's gar nicht. Aber das probieren wir gleich aus. Max, wo warst du heute Vormittag? Bei der Oma. Patsch, hat er schon einen Kopf. Sag ich, gelogen, du warst also nicht bei der Oma. Max, wo warst du wirklich? Papa, ich war im Kino. Im Kino, an einem Vormittag im Kino, was schaut man sich da an? Einen Heimatfilm? Patsch, hat er schon wieder einen gehabt. Sag er, wieder gelogen. Wahnsinn. Was hast du dir wirklich angeschaut, Papa? Papa, wenn ich ganz ehrlich bin, Papa, einen Sexfilm. Einen Sexfilm, du mit deinem Alter. Da habe ich nicht einmal gewusst, dass es solche Filme gibt. Patsch, hat der Papa einen gehabt. Die Mama steht da, verschränkt die Arme, sagt sie, haha, dein Sohn. Patsch, hat die Mama einen gehabt. Aha. Was ich eigentlich sagen wollte, bei unserem Witzseminar, Sie haben jetzt gesehen, man muss ein bisschen sich verstellen, man muss mit den Stimmen arbeiten, aber jetzt machen wir das Schwierigste, was es gibt, ganz, ganz schwierig, wenn man schnell spricht und nuschelt. Jeder Referent, der auf der Bühne steht und Sie in einem Rhetorikseminar unterrichten würde, der könnte jetzt sagen, meine Damen und Herren, sprechen Sie deutlich, laut, verständlich, sonst haben Sie keine Chance, sich durchzusetzen. Ich sage genau das Gegenteil. Wir probieren es aus. Ein Herr kommt hinein in einen Baumarkt. Geht hin, sagt er, das muss man sich vorstellen. Ich habe hier in Ingolstadt ein Jugendstilhaus gekauft, und zwar eine richtig schöne Jugendstilvilla. Und jetzt hat man mir aus dieser Villa so ein Schmiedeeisenschloss herausgestohlen. Haben Sie so ein Schloss? Nein, das tun wir nicht. Bitte? Nein, das tun wir nicht. Sie haben kein so ein Schloss? Nein, das tun wir nicht. Sag, es macht nichts. Na, geben Sie mir bitte so ein mittelgroßes Schloss. Ich mache es nur als Professorium. Haben Sie auch ein mittelgroßes Schloss? Mittelgroßes Schloss, das machen Sie. Sie haben auch... Nein, mittelgroßes Schloss, das machen Sie. Sie haben auch kein mittelgroßes Schloss. Nein, mittelgroßes Schloss, das machen. Gut, dann geben Sie mir so ein Vorhängeschloss. Sie kennen diese Vorhängeschlösser mit seinem Schnapperl. Können Sie mir bitte so ein Vorhängeschloss... Vorhängeschloss, das machen Sie. Sie haben auch kein Vorhängeschloss. Jetzt reicht es mir. Warum haben Sie überhaupt geöffnet? Weil wir kein Schloss haben. Logische Antwort. Der absolute Hit wäre es natürlich, wenn Sie jemanden nachahmen können, den jeder kennt. Und da ist es in Österreich bei uns immer noch sehr, sehr einfach. Denn bei uns gibt es einen Hans Moser,
den kennt wirklich noch jeder. Es wird sich auch ändern in nächster Zukunft, aber es ist ein Schauspieler. Die Filme werden immer wieder mal im ORF übertragen. Sie wissen, was ORF heißt, oft recht fad. Also, und wenn es einmal wieder unterhaltsam und nett wird, dann ist meistens ein Hans-Moser-Film an der Reihe. Und der Hans Moser, der fasziniert mich eigentlich schon sehr, weil er eben auch nuschelte, relativ schnell sprach und trotzdem bei den Leuten immer gepunktet hat. Und ein Beispiel dazu wäre jetzt Folgendes. Der Hans Moser war ein Spätberufener. Der hat nicht gleich begonnen, Schauspieler zu sein, sondern er hat zuerst eine Metzgerlehre besucht. Und der Metzger hat am Freitag, wie das so üblich ist, das Fleisch hergerichtet. Er hat natürlich das Suppenfleisch dazu gemacht, die Knochen und so weiter. Und dann kommen die Damen zum Einkaufen fürs Wochenende. Suppenfleisch, Grünzeug, Suppenknochen. Chef macht die Schublade auf, keine Knochen da. Geht hin zu seiner Frau, sagt: Schatz, hast du die Knochen herausgenommen? Nein, nein, ich habe keine Knochen. Aber vielleicht der Lehrbuhr, den haben wir ja erst seit 14 Tagen. Vielleicht ist der. Der geht hin, Hans. Hans. Ja, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Hans, hast du die Knochen mitgenommen? Ja, Entschuldigung, Herr Chef, nicht wahr, aber das... Die Mutter, nicht wahr, die Mutter hat gesagt, sie braucht Knochen für Superl. Nicht? Und dann habe ich die... Nicht? Habe ich die Knochen mitgenommen. Sag, Hans, du kannst nicht einfach die Knochen mitnehmen, das ist ja Diebstahl, das ist Eigentum der Metzgerei. Wenn du das noch einmal machst, dann muss ich die raushauen. Ja, das wird nicht mehr vorkommen. Wird nicht mehr vorkommen. Dauert nicht lang, Freitag ist wieder, die Damen kommen, Suppenfleisch, Suppenknochen, Grünzeug. Chef macht die Schublade auf, wieder keine Knochen da. Geht hin, sagt der Hans, hast du schon wieder die Knochen mitgenommen? Ja, die Mutter hat gesagt, die Knochen, die waren ein Wahnsinn. Vor allem der Schmuck, das war also wirklich schipierb. Sag ich, Entschuldigung, aber du weißt, was das ist Diebstahl. Ich muss dich sofort vom Dienst suspendieren. Ja, aber Herr Chef, dann brauche ich ein Zeugnis. Ein Zeugnis, aha. Was soll ich da hineinschreiben? Soll ich hinschreiben, dass du gestohlen hast? Nein, schreib's halt hin, ehrlich und fleißig, bis auf die Knochen.